kann doch nicht wahr sein. Warum seid ihr immer so überpünktlich? Das sieht voll schlecht aus. Und natürlich sitzen alle schön brav auf ihrem Platz. War ja klar hier in dieser Klasse. Ach, Julian, ich würde dir vorschlagen, dass du auch mal pünktlich kommst. Vielleicht kannst du ja Emma überreden, dass sie dich morgens mit kaltem Wasser weckt. Oder wie wär's, wenn du dir einfach deinen Wecker eine halbe Stunde erstellst? Oh, du brauchst mir gar keine Tipps geben, Ines. Du bist sowieso daran schuld, dass ich immer zu spät komme. Früher hat mich Steve immer abgeholt und seitdem er mit dir zur Schule geht, holt er mich nicht mehr ab und deswegen verschlafe ich immer. Also es ist eure Schuld. Julian, du willst jetzt nicht wirklich sagen, dass ich daran schuld bin, dass du immer zu spät bist. Also das sehe ich nicht ein. Das brauchst du auch gar nicht einsehen. Nein, ist mir jetzt auch egal. Ich habe ganz andere Sachen zu tun. Ich habe hier was ganz, ganz Neues vor, Leute. Julian, hast du da wirklich einen Laptop mit zur Schule gebracht? Aber warum? Tja, weil sich hier einiges ändern wird. Ich habe mal wieder die Hausaufgaben vergessen, aber irgendwie muss das ja besser werden. Und ihr müsst mir dabei helfen, deswegen habe ich den Laptop mitgebracht. Julian, wir sind in der ersten Klasse. Wir dürfen noch keinen Laptop benutzen. Sarah, ganz ruhig, ganz ruhig. Erstens, ich bin der Klassensprecher. Zweitens, es hilft mir und auch euch. So, ich muss mal kurz eine Ansage machen. So, Leute, einmal kurz zuhören. Der Klassensprecher redet jetzt. Also, ich habe Folgendes vor. Ihr müsst mir jetzt immer eine Mail schicken, wenn ihr eure Hausaufgaben gemacht habt. Dann vergesse ich meine Hausaufgaben auch nicht. Also immer mir eine Mail schicken. julian.vogel@playmobil.de und so weiter. Das kannst du sowas von vergessen. Ich soll die Hausaufgaben für dich machen, kommt gar nicht in Frage. Als ob ich dir die Hausaufgaben schicke und die auch nochmal für dich mache. Und ich habe auch gar keine E-Mail-Adresse. Kannst du total vergessen, Julian. Alles klar, sehr gut, beschlossene Sache. Ich find's toll, dass wir hier so zusammenarbeiten und dem Klassensprecher helfen. Finde ich gut, dankeschön. Julian, von mir bekommst du gar nichts. Du musst die Hausaufgaben doch selber machen, sonst lernst du nichts in der Schule. Oh, das ist doch jetzt egal, ob ich die Hausaufgaben selber mache oder nicht. Es sind doch Hausaufgaben, aber nicht Julian-Aufgaben. So, Mia, kannst du mir jetzt deine Hausaufgaben bitte einmal schicken? Julian, wie soll ich das denn machen? Ich habe doch gar keinen Laptop dabei. Das hättest du mir mal gestern sagen sollen. Oh, mein Plan hatte keinen Fehler, bis auf diesen. Darüber hätte ich doch nachdenken müssen. Warum habe ich dir nicht gestern Bescheid gegeben? Oh, toll, dabei habe ich die Mathehausaufgaben nicht. Und die anderen auch nicht. Hallöchen, guten Morgen, Kinder. Ach, bin ich froh, hier zu sein. Wer ist das denn? Leute, haben wir eine neue Lehrerin? Frau Schillig, Sie sehen aber anders aus. Das ist nicht Frau Schillig. Niemals. Also, Ines, tut mir leid, ich will dir nicht widersprechen, aber ich glaube schon, dass das Frau Schillig ist. Guck dir mal die Schminke an und die Haare, auf jeden Fall. Hallo, guten Morgen, liebe Kinder. Ich bin heute eure Vertretungslehrerin und auch für die nächste Zeit. Mein Name ist nicht Frau Schillig, nein, nein. Mein Name ist Frau Harmonie und ich bin eure neue Mathelehrerin. Und ich freue mich ganz, ganz doll, hier bei euch in dieser Klasse zu sein. Oh, oh, ihr seid alle so tolle Schülerinnen und Schüler. Oh, ich habe so viel Spaß mit euch. Oh, Frau Harmonie, ich bin Julian. Ich bin der Klassensprecher und ich möchte Sie im Namen dieser Klasse begrüßen und auch sagen, wir hatten noch nie Hausaufgaben in Mathe auf. Oh, du bist ja ein witziger Junge. Wie ist dein Name? Julian? Julian Vogel? Oh, Vogel, dieser Name. Reiß dich zusammen. Oh, das ist schön. Oh Mann, Julian erzählt schon wieder Märchen da vorne. Noch nie Hausaufgaben auf? Das stimmt doch gar nicht. Frau Harmonie, also wir kriegen immer Hausaufgaben auf. Also nicht nur in Mathe, auch in allen anderen Fächern eigentlich. Außer Freitags. Mia, bist du wohl ruhig? Nein, nein, wir kriegen nie Hausaufgaben auf. Auch nicht in den anderen Fächern. Du bist ja ein witziger Junge. Jetzt setz dich mal hin. Wir starten mit den Mathehausaufgaben. Wir starten mit einem neuen Thema, wie du ja gesagt hast, weil ihr ja keine Hausaufgaben habt. Oh, perfekt, perfekt, Frau Harmonie. Also, ich mag sie jetzt schon ganz, ganz doll. Perfekt. Gut, Kinder, wir werden zusammen sehr, sehr viel Spaß haben und wir werden sehr, sehr viel Mathe lernen. Also, fangen wir an mit der ersten Übungsaufgabe. Ganz einfach. 12 plus 12. Wer möchte dann starten? Hier, ich. 24 ist die Lösung. Oh, ist das toll. Natürlich ist das richtig. Und ihr bekommt auch Süßigkeiten für jede richtige Aufgabe hier bei mir. Ja, ich bin eine ganz tolle Lehrerin. So, kommen wir zur nächsten Aufgabe. 14 minus 7. Da hinten vielleicht letzte Reihe, die junge Dame? Ich habe mich gar nicht gemeldet. 8? Wie kann man das nicht wissen? Also, reiß dich zusammen. Vielleicht beim nächsten Mal. Wie sieht's hier aus? Du vielleicht? Das sind 7, also die Hälfte. Ja, fabelhaft, super. Also genau, also das könnt ihr auch als Regel nehmen, ne? Ist die Hälfte da. So, nächste Aufgabe, 18 plus 3. Der junge Mann hier vorne, bitte. Ich, 18 plus 3, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Junger Mann, also, wir wollen hier Mathe machen. Was soll das heißen, du weißt es nicht? Hast du dich nicht auf diesen Unterricht vorbereitet? Tja, Steve, das kommt davon, wenn man mich morgens nicht mehr abholt. Ja, verdient, verdient. Also, Entschuldigung, nein, ich habe mich nicht vorbereitet. Also, wer braucht denn überhaupt Mathe so? Also, ich mag Mathe nicht. Ich sag, 3. Ja, 3 ist die Lösung. Das ist ja ein Skandal hier. Du fliegst jetzt raus, mein Lieber. Wir machen hier Mathe. Und Mathe ist das Wichtigste überhaupt. Also, wie denn? Warum fliegst du denn raus? Nur weil ich deine Aufgabe nicht weiß. Sie sind doch Lehrerin. Sie müssen mir das beibringen. Ich muss dir gar nichts beibringen. Du musst es lernen. Ich bin die beste Mathelehrerin. Was ist denn da los? Wer schreit denn jetzt da rum? Jetzt raus! Soll ich dich jetzt raustragen oder wie? Oh,
denn diese Frau da? Oh nein, wie? Frau Chillig ist da? Ich habe bitte nicht die Hausaufgaben kontrolliert. Darum geht's mir jetzt. Ich habe jetzt keine Zeit für deine Hausaufgaben. Wer ist diese Frau? Hallo, entschuldigen Sie, was wollen Sie hier? Frau Chillig. Oh, hallo, wer sind Sie denn? Ich bin hier die Mathelehrerin. Raus hier, raus, aber ganz schnell. Also nur weil ich nicht diese Lösung wusste, wollten Sie mich, das Ergebnis wusste, wollten Sie mich hier rauswerfen. Also das finde ich nicht in Ordnung, also obwohl ich Mathe hasse. Bitte was? Sie sind die Lehrerin? Ich bin die Mathelehrerin. Was wollen Sie hier? Ich habe Sie noch nie gesehen. Ach, Kinder, ich habe keine Ahnung, was diese Frau hier erzählt. Ich bin eure Mathelehrerin. Ja, ja. Und wir machen jetzt weiter, weil ich bin ja auch die beste Mathelehrerin, das wisst ihr. Können Sie das bitte unterlassen? Können Sie bitte weg? Ich möchte hier meinen Unterricht starten. Sie haben hier nichts an die Tafel zu schreiben. Hey, Leute, wenn wir Glück haben, gibt's hier heute keinen Unterricht. Dann haben wir... Oh nein, dann muss ich die nächsten Hausaufgaben schon wieder machen. Hey, jetzt gehen Sie aus dem Weg. Ich möchte hier Mathe machen. Nein, das ist meine Tafel. Nein, meine! Hey, Leute, da gibt's noch Frau Chillig gewinnt, ja! Leute, können wir bitte ein bisschen ruhig bleiben? Also, das geht so nicht. Also, wir müssen Sie da... Was erzähle ich da? So, ich wette auf, Frau Chillig. Ja, ja, mein ganzes Pausenbrot. Und ich habe sogar was Süßes dabei. Lassen Sie sofort meine Haare Gehen los! Gehen Sie jetzt weg von dieser Tafel! Nein, das ist meine Tafel und ich möchte jetzt Mathe machen! Raus Wissen hier. Sie, wie wichtig das ist? Also, lass sie wohl die Höhe, sie haben mich einfach umgeschubst! Kinder, habt ihr das gesehen? Eure Mathelehrerin wurde einfach umgeschubst, also ich! Na, wie schmeckt die Kreide? Ach, was soll das? Aus meinem Mund damit, gut, oder? Boah, ich glaub, das ist fies! Oh, Kreide? Boah, nee, also ich hab gehört, das schmeckt nicht! Gehen Sie jetzt sofort hier aus dem Kasten raus! Ich bin auch Lehrerin! Was ist denn hier wieder für ein Kasten? Wer ist denn die Frau? Anna, was ist denn hier los? Kann mir bitte einer erzählen, was hier los ist, Anna und Mia, Steve, vom Tisch frag runter, nicht, aber ganz wer schnell. Ist diese Frau? Wissen, ja, das frage ich mich gerade auch. Oh, Hedge, nicht, wie konnten Sie nur? Jetzt haben wir noch. Oh, wir haben noch 20 Minuten und gleich haben wir bestimmt noch Matheunterricht. Oh nein! Ich bin der Schuldirektor und können Sie mir bitte verraten, wer Sie sind? Sie erkennen mich nicht. Ja, aber meine Tarnung muss jetzt auffliegen. Sie muss es einfach. Oh, was ist das denn? Oh, ich glaube, es lebt. Oh, nimm das weg. Läuft es hinter mir her? Oh, was ist das? Ist das ein Tier? Ach, das war ja sowas von klar. Was machen Sie denn hier? Wer ist das? Ich bin es, ja, ich bin es. Die alte und beste Mathelehrerin, die diese Schule jemals gesehen hat. Und das wissen Sie auch. Anna, das ist die alte Mathelehrerin. Du weißt schon, von der ich erzählt habe. Wissen Sie was? So kann es nicht weitergehen. Ich habe da eine Lösung. Schmeißen Sie mich nicht raus. Wie bitte? Was? Sie haben eine Lösung? Ja, ich höre. Max, ist das wirklich die Mathelehrerin, von der du erzählt hast? Die kannst du doch nicht einfach jetzt hier behalten. Die musst du rausschmeißen. Ja, Anna, da hast du eigentlich recht. Aber so kann das nicht weitergehen. Die wird sich ja hier jedes Mal nochmal einschleichen. So, ich gebe Ihnen jetzt eine letzte Chance. Ich glaube, das ist schon die 10. Chance oder so. Und nächste Woche können Sie hier für eine Woche mal wieder arbeiten. Und dann möchte ich mal gucken, ob Sie sich gebessert haben. Oh mein Gott! Vielen Dank, Herr Chillig! Und Sie mit Ihren tollen Haaren und wie Sie duften, haben Sie ein neues Parfum? Nicht umarmen. So, nächste Woche Montag geht's für Sie los. Dann haben Sie eine Woche Zeit, hier sich zu beweisen. Und vielleicht kriegen Sie es ja mal hin. Ich verspreche Ihnen, ich werde Sie nicht enttäuschen. Diesmal werde ich die Chance nutzen. Und solange keine Anna Vogel hier ist, auch wenn sie da wäre, diesmal kriege ich es hin. Heißt das ist unsere Mathelehrerin nächste Woche? Also, vergessen Sie das nicht mit den Hausaufgaben. Ja, ich werde es nicht vergessen. Ihr werdet jeden Tag ganz viele Hausaufgaben bekommen, damit wir die auch besprechen können und ihr Mathe lernt. Ich werde meine Chance nutzen. Max, ganz ehrlich, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war. Schatz, ich weiß es auch nicht, aber sie kommt doch immer wieder und schleicht sich hier rein und will irgendwas machen. Sie hat eine Woche Zeit. Vielleicht hat sie sich ja wirklich gebessert.